Moin moin ihr Lieben, heute wieder auf Tour mit Groß und Mörsel. Heute fahren wir nochmal zu unserem Lost Place, wo wir letztes Mal waren, hinten bei Luckenwalde. Gab ja einiges, was wir da noch filmen wollten, was wir aber dann nicht mehr konnten, weil leider beide Akkus von der Kamera zu schnell leer waren. Das ist halt irgendwie ja, Technik, die begeistert. Wie man unschwer sehen kann, heute das kleine Schwarze an, weil Bombenwetter, Auto sagt knapp 20 Grad, draußen scheint es aber noch wärmer zu sein, weil da er hat ja, wie man sehen kann, seinen Pelzmantel an und eine schwere Sonnenbrille, deswegen ja. Friert er gerade und muss halt warm bekleidet sein. Muss man nicht verstehen. Heute gibt es nochmal eine zweite Liedvorstellung von uns, weil wir haben unsere erste EP jetzt komplett fertig. Wir hatten uns dazu entschlossen, 5 Tracks drauf zu machen, die aber alle thematisch zusammenpassen. Ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal schon gesagt hatten. Die EP heißt Transfer, aber nicht wie Transfer geschrieben, sondern hauen wir euch nachher auch mal mit in die Beschreibung rein. Heute eine ganze Menge Futter dabei, weil ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag und was gibt's Geileres, als bei so einem schönen Wetter mit seinen Besten irgendwo hinzufahren und sinnlos viel Vitamin F dabei zu haben. Ne? Heute leider kein Hackfleisch, bist traurig. Nö, es geht, wir haben ja Mett. Genau, Mettwürstchen und sogar Vitamine in roter Form, aber naja, wir werden sehen. Wenn das heute alles passen sollte, wollen wir uns noch was Warmes irgendwie zu essen machen. Wenn es warm ist, macht man sich was Warmes zu essen. Ja, wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Be prepared. Also, wie gerade angekündigt, gibt es heute mal den zweiten Track. Wie gesagt, ist ein bisschen Überlänge mit fast 5,5 Minuten, aber wir sind der Meinung, ziemlich geil, tanzbar, chillig und ja, hört einfach mal rein. 1, 2, 3. Die Sonne ballert, geil. Muss doch schon bekloppt sein. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen bekloppt. Aber egal, ist geiles Wetter, darf man geil sein. Oh, ja. Ja. Sind wir auch gleich da. Und wie gesagt, nachher gibt es noch ein bisschen mehr von uns. Machen wir dann irgendwann Essen oder auf dem Rückweg sehen wir dann. Bis dann. Angekommen. Und bei diesem traumhaften Wetter möchte man am liebsten irgendwo mitten in die Mitte vom Gelände kleines Feuer machen, kochen, Geburtstag feiern und einfach nur den Tag genießen. Oder wir gehen zur Freiluftbühne und gehen frühstücken. Ja, das können wir auch machen. Genau, Freiluftbühne war ein gutes Stichwort. Das ist ja immer so ein kleines Stück irgendwo hin. Meistens ist aber das Problem, was wir am Anfang gesehen haben, alles voller Müll, Farbdosen, keine Ahnung, Pappkartons und all so ein Scheiß. Das muss echt nicht sein. Unsere Natur ist eh schon dreckig genug und irgendwie kaputt und versifft. Da muss man nicht einfach irgendwo sein Müll wild abladen. Und von daher, heutiges Blitzinterview, weil wir es nicht im Auto gemacht haben, worum ich jetzt eigentlich auch gar nicht froh bin. Mörsel, was hältst du vom wilden Müll? Widerlich. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der größte Müllsortierer, so wie manch andere, aber ich muss doch nicht sein. Es liegt doch überall schon hier noch Scheiß rum. Ja. Und wenn dann Leute noch ihre kaputten Gartengeräte hier entsorgen. Ja, das ist sowieso Frechheit. Elektrogeräte, was machen Elektrogeräte bitte im Müll, Alter? Ich fass es nicht. Ja. Also, was haben wir letztes Mal hier noch gefunden? Verpackungskarton von der Kaffeemaschine. Ich sag mal, was soll denn jetzt? Ja, genau. Das ist immer eine super Sache. Von daher,
Leute, lasst den Scheiß. Oder lasst euch die Hände zusammenkleben und die Füße dazu, dass ihr keinen Schrott mehr irgendwo hinfahren könnt. Bitte unterlasst den Kram. Unsere Welt ist kaputt genug. Also passt auf die Natur auf. Die noch nicht mitbekommen haben, dann sieht man jetzt am Ende die Leute, ich bin dick. Ich würde sagen, sportlich, aber auch mein Freund, da passt eine Menge Hackfleisch rein und Nudeln. Aber sowas von. Außerdem ist es kein Fett, es ist Liebe und Leidenschaft. Liebe und Leidenschaft, da fällt mir ein, ich werde nachher jemanden anschreiben, der dann unser Sponsor für Nudeln und Hackfleisch wird, mit Tomatensoße, Bohnen und allen anderen. Deine Frau. Was? Deine Frau? Die hat Liebe und Hackfleisch immer für dich. Ja, das stimmt. Deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Ein Mörsel. Der hat so ein Angststift in der Buchse. Ja, da fällt mir gerade ein, wir waren ja letztes Mal in diesem wunderschönen Gebäude und die Treppe. Professionell ausgebaut, gepolstert, toller Teppichboden, breite Stufen, kann man nicht durchfallen. Läuft mit der Treppe. Und die ist prepared. Mein persönlicher Starfotograf, ich liebe ihn. Schon geil, wie da oben anfängt alles wieder dicht zu wachsen. Aha. Man sieht es hier oben im Video. Sehr nice. Und Vertrauen verdeckt ist da. Oh ja. Eigentlich könnte man hier jetzt voll super Boulevard of Broken Dreams drunter legen. Ja, deswegen wird es Zeit, dass ein bisschen Vitamin D von der Sonne kommt. Das ist voll cool. Aber dass du nicht schwitzt, Alter, das ist so geil. Krass. Deswegen habe ich einen Pulli ausgezogen. Echt, das sieht immer noch so aus, als ob du fett bekleidet bist. Moin. So, mal gucken. Mega geile Ecke. Ja. Ach, guck mal, hier. Da lang. Ja. So noch raus. Tun wir doch mal schauen, Tüten jetzt hätte. Aber absolut. Hier war eine Tribüne. Sieht auch sehr vertrauenerweckend aus. Alles schön, alles super. Und dann gibt es das hier. Scusami, Signori. Ich hab so Bock, wenn wir bei Amazon. Nein, nix. Doch, weg. Doch, los. Nein. Erzähl. Sponsor uns, Amazon. Sponsor uns. Echt, ernsthaft? Ja. Ich werde mir demnächst mal eine Gepäckwaage anschaffen, weil ich mal wissen will, oder interessant wäre, was das Teil hier heute wiegt. Mehr als sonst. 50 Würstchen, 40 Frikadellen, nein, die haben wir nicht dabei. Das habe ich ja mein Mörsel für als Frikadelle. Freu mir.
Genau, oder? Ja. So, da ganz hinten am Straßenende sehen wir das alte Kino. Da wollen wir eventuell noch rein, so wie wir einen Weg finden. Ja, weil vor allem da ist so viel eingestürzt, das wird ein bisschen problematisch. Wir hatten ja das gleiche in Krampnitz, wo wir oben auf das eine Haus rein wollten mit dem Dachstuhl, wo ich dann aber kurzfristig entschlossen habe, einfach nein. Das ist zu gefährlich, weil Experimente macht man manchmal nur einmal, die können tödlich enden, das wäre scheiße. Also passt immer schön auf, wo ihr hintretet und guckt nach oben und nach unten. Und wenn euch irgendwas suspekt vorkommt, lasst es einfach bleiben. Genau. Oh, sanfte Brise, wundervoll. Ja. Das ist total geiles Wetter, oder? Das ist ja, der Mann. Hammer. Perfekt. Besser als beim letzten Mal, wo wir hier waren. Ja. Weil ich habe ja nichts gegen Regen und Wind, wenn man vernünftige Kleidung dabei hat. Aber für ein LP-Video einfach nur geil. Ja. Rettungsweg ist falsch, da muss ich jetzt stehen, da geht's zur Kantine, da geht's so. Hier seht ihr den Bunker, in dem wir schon beim letzten Mal drin waren, aber keinen Akku mehr hatten. Genau. Deswegen jetzt kurzer Cut. Spotter drauf, bis gleich. Und rein geht's. Oh Gott. Ah ja, wieder die lustigen Treppen. Ah. Yep. Haben wir noch ein bisschen fast echt auf und mit Hitze, mein Freund. So. Mach dir mal Licht. Vielleicht solltest du die Sonnenbrille abnehmen, dann siehst du mehr. Ah, ein Typ. Also wie man sieht, nicht so ganz wirklich einfach hier runter zu stolpern. Aber ach, guck mal, die Schlange liegt hier noch. Genau, unsere Schlange vom letzten Mal. Blindschleiche. Sigmund die Schlange. Sigmund die Schlange, genau. So. Und hier, wie gesagt, alles voll von den Taschen. Also wir gehen zumindest davon aus, was wir beim letzten Mal schon gesagt haben, dass es hier Materiallager gewesen sein könnte. So. Next exit. Können wir uns ein paar Körper draus flüchten mit dem Draht? Genau. Wie man hier erkennen kann, eine ganze Menge Stalaktiten. Das ist so gut. Eine Tropfsteinhöhle mitten in Brandenburg. Oh. Ohne Slange, mal nicht weglaufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ansonsten hier nicht mehr wirklich was Interessantes. Oh, eine Werkbank wird das hier wohl nicht gewesen sein.
Ah, herrlich. Das ist aber schon frisch. Ja, ist aber mega angenehm. So, und jetzt gucken wir. Dass wir zur Panzerstraße kommen. Obwohl Panzerstraße könnte auch vielleicht falsch sein soll, eine Teststrecke gewesen sein für Panzer, die auch dann auch durchs Wasser durchballern können. Ja. Ja, unsere Videoreihe wird erweitert um einsamen Sessel, das Teil 1. Nein, stimmt nicht, das Teil 2. Wir hatten einen Sessel oder irgendwas Sesselähnliches, als wir in Elzheim weil die rote... Stimmt, ja, genau. Ja. Die Aufnahmen heute auch wieder fabulös werden, weil Wind ist da. Das ist ja unser leidiges Thema gewesen. Wollen wir mal sehen. Spielplatz. Bau mir ein Haus. Ja, na dann mach mal. Bau mir ein Shelter. Ja, mach doch. Warum gehst du denn? Ja? Tschüss. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge in der Schnelle-Tier-Folge des Wildetom unserer Umgebung. Folge 5 in diesem Fall. Wir sind erneut mit dem Wildetom auf dem Militärgelände in der Nähe von Luckenwalde. Wir sehen, es steht auf einem Erdhügel. Der Fachterminus ist uns nicht bekannt, da dies eine neu entdeckte Verhaltensweise des Wildenturms ist. Doch der hochrenommierte Wildtierforscher Sigmund F. Reuth ist der Meinung, man sollte ihn den Hügel der Verdammten nennen, denn er habe wohl schon das Wildetom öfters darauf ein Geschäft verrichten sehen. Meine lieben Zuschauer, wir sehen uns bei der nächsten Folge, das wilde Tom und seine Umgebung. Erwischt. So, auf dem Weg ins erste größere Gebäude vor heute. Tada! Episode einsamer Stuhl, Teil X, keine Ahnung. Da ist er. Diese armen Stühle, die man überall gelassen hat. Also mein Freund, ich glaube, ich habe hinterm Gebäude was gefunden, was dir gefällt. Du hast was gefunden, was mir gefallen hat? Ja, gar nicht. Alles klar, Digga. So, nee, durch den Graben laufen möchte ich nicht. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird wackelig und versperrt. Die kleinen Steinbeißer hätten wir voll. Ja. Raus. Ja, ich war das.
Dann müssen wir erstmal hier unten vorauskommen. Ich hab keinen Bock, wenn wir nicht da jetzt wieder sammeln. Ich würde behaupten, wir werden das schon wegnehmen. Ja, dann sollten wir schnell für die Steine gerade hin. Na gut. Ja. Alte Äste oder was? Was? Alte Äste vielleicht oder? Ja, das ist. So, sieht fast so aus. Ich bin kein Fachmann, aber ich denke, hätte gewesen sein können. Oh ja, ich sehe was, was wir sehen wollen. Genau, und bis wir da sind, ist kurz Cut. Da das Wetter ja so schön ist, hat zufällig jemand von euch Lust, eine Runde schwimmen zu gehen? Eventuell? Wir vermuten, das war die alte Panzerteststrecke für Wasserfahrten, aber genau wissen wir das auch nicht. Vielleicht kriege ich den alten Herrn jetzt mal dazu überredet, eine Frühstückspause zu machen, weil das Ambiente gefällt mir hier echt gut, wa? So, jetzt mal ein kleiner Ausblick von weiter oben. Steht auf dem alten Schwimmturm, wenn man das jetzt hier so gut erkennt. Und das Väterchen, das sitzt da hinten, der alte. Geil, oder? Hammer! Ja, baden oder was? Ja, los, mach vor! Ja, Unterhose weg! FKK wie im Westen! Ja. Private, entladen Sie! Nicht Kopfschütteln, entladen, hat gesagt. Weil jetzt wird es gleich sehr, sehr pornös. Oh Mann. Jetzt wird's gut. Ja. Jetzt gibt's Futter. Was gehört zum Futter? Eine anständige Tischdecke. Genau. Genannt? Elefantenhaus. Was macht die? Die häutet einen Elefanten manchmal. Ach so. Nur ein bisschen windig. Unwesentlich. Drei. Kommt jetzt eine Menge Zeug drauf. Oh ja. Also, wir hätten zum Kuscheln zwischendurch. Brötchen. Brötchen. Ich würde fast behaupten, man sieht kaum was, weil ich gerade gegen die Sonne filme. Dann musst du dich drehen. Zu hier, jetzt zu hoch. Tada! Sowieso mal anders. Wind ist da. Pfeffernet. Oh Mann. Weil Hack war ausverkauft. Ja. Kleine Portion von 4 Packungen. Tomate, Paprika, das muss sein. Und Brühe für später, weil Kocher haben wir dabei, dazu süßen Senf und eine Mülltüte. Ganz wichtig, Leute, lasst keinen Müll liegen. Ärgert mich jedes Mal. So. Und was ist weg? So gehört sich das. Na, kommt noch was? Ja, natürlich. Wenn du Brötchen dabei hast und keinen Bock hast, die aufzureißen. Irgendwie sinnlos. So Besteck, Messer, Säge, Taschentücher. Alles, was wir jetzt zum Frühstück brauchen. Ja, genau so ist es. In diesem Sinne, guten Hunger, bis später.